Das Büro. Und noch eine. Ah, wenn der Tyrant da kam. Danke. Silber, oder? Ach, keine Bin ich Ahnung. aber, ich bin raus. Was? Wer bist du denn? Oh, ich bin so froh, dass ich gerade nicht mit Kopfhörern spiele, ne? Ich würde die Krise kriegen. Muss auch echt nicht sein. Nimm mal ein bisschen was Grünes mit. Soll ich hier mal mit der Handgranate abwerfen? Oder lieber sparen, wenn nachher irgendwas Großflächiges kommt. Ja. Wenn du immer schön Abstand behältst, kannst du dem schön einfach mal 7 Shotgun-Dinger reinjagen. Der Assi, ey. Man weiß doch einfach immer, wo ich bin. Also bin ich. Oh, ich bin hier. Oh Mann, so ein Stress. Ja. Ja, was auf den Den Stuhl. Ja. Das spatzte direkt da raus. That's what Oh she said. no. Wohl für gar. Ohne Stimme. Boah, wir haben nicht mal die Hälfte durch, glaube ich. Ja, natürlich nie. Wir sind ja noch nicht mal in der Kanalisation richtig. Wir sind noch längst nicht im Labor, wo der meiste Shit abgeht. Du musst jetzt jedes Wochenende vorbeikommen, sonst kann ich das nicht spielen. Naja. Fuck. Ah, dieser. Ein Chicken ist die Liebsten auf dem Brötchen. Boah, Baden. Okay, gehen wir uns Okay. die Diegel holen, wa? Okay. Bitte aufmachen. Boah, laut. Noch lauter. Brief an die Stars-Mitglieder. Einmal, lieben Stars-Kameraden, wie läuft es bei euch auf der Station? Müsst ihr immer noch mit den alten Eins herumschlagen? Ich komme gerade von einem heißen Date. Ihr könnt euch sicher gut vorstellen, was wir unter ihrem Regenschirm getrieben haben. Europa ist fantastisch. Ein Monat reicht bei weitem nicht, um auch nur an der Oberfläche zu kratzen. Vielleicht verlängere ich meinen Urlaub ja um weitere 6 Monate. Barry, wage es ja nicht, mir nachzukommen.
Wollen doch schließlich nicht alle die süßen Mädels hier zum Heulen bringen, oder? Überlass die Beute ruhig mir. Jill, wenn Claire versuchen sollte, dich zu kontaktieren, richte dir bitte aus, dass es mir gut geht. Ah, Chris. Chris. Der alte Stecher. Auch in den späteren Teilen einfach mal irgendwie Anabolika genommen hat. Ja, wer vorher ist wie ein normaler Typ und nachher hat er so einen Nacken. Allergische Reaktion auf das Virus. So, guck mal. Aha. Aha. Okay. Okay, dann machen wir es nochmal. Ja, dann halten. Was denn? Noch Labor. nicht gefunden auf jeden Fall. Bin ich eigentlich diese Überwachungskonsole, wo man auf den Bildschirm guckt und dann sieht man, dass der kommt? Tyrant? So, wir waren jetzt hier. Was machen wir jetzt? Hören. Haben wir denn überhaupt? Bei der Schalltafel waren wir noch gar nicht. Also unten. Wobei da aber auch echt die Frage ist, reicht uns da eins von diesen Teilen, die wir jetzt gefunden Ist das haben? denn nur eins oder sind das Ja, mehrere? vielleicht sind da auch zwei drin. Ich meine, das Ding kann man ja mal aufmachen. Weil irgendwie so eine Box. Clock Tower. Clock Tower, Ja. Wenn ich ihn jetzt treffe, hau ich ihn um. Er geht mir auf den Sack. Gut, der wäre tot. Ja, aber nicht in so einem kleinen Gang. Naja, auf gar keinen Fall. Das wäre schlecht. Auch nicht beschreien, aber gerade höre ich ihn noch. Okay. Abspeichern. Die Magnum mit. Hat die rein? Ah, cool. Munition mit unserem Knapp. Ich noch ein bisschen kombinieren. Kleine Schritte, die von Teil bis auseinanderhalten. Oh no. Hier. Ich habe keine Den Ahnung. ganzen Langgang. Den ganzen Gang kann ich den. Das ist echt so fies, Alter. So, 3, 2, 1, ich erschrecke mich jetzt. War doch voll in Ordnung. Himmelszauber, wenn ich auf ihn schieße! Wer hätte es gedacht? Warum auf den Kopf, Alter? Was doch jetzt los, oder? Ich war. Ich glaube, du läufst mir halt trotzdem hinterher. Ja, aber wenn du den dann halt. Irgendwann ist der dann trotzdem mal so platt, dass er halt Munition hinterlässt. Ach, 40 Schuss. Ah, ihr nervt mich alle. Auf erstmal.
An sich wären die Fritten mega nice in dem. Ja. Guck. Dann hört ihn immer noch. Oh, mein Lecker. Messer. So laut. Ich habe hier eben gar nicht richtig gucken können, was hier abgeht. Aber da kommt man noch auch. Ja, doch, da bin ich eben lang gelaufen. Reparaturplan. Westlicher Ohrenturm, aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich ein. Na, Glocke war doch auch irgendwie. Die Reparatur anfordern, weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen. Kann ich das wieder mitnehmen? Da war jetzt kein Action dran. Von der Fassung her wird das voll passen. Ja. Stell dich halt nicht so dumm an, du Spann. Da waren noch zwei Sachen zum Anklicken. Wie hören sich die Schritte zu viel an? Oh, guck mal hier oben. Ah, gut. Nicht dran. Okay. Also die Glocke muss da irgendwie runter. Ich hier den Job von diesem Uhrenturm-Spasti machen, Alter. Ja. Und solange der Tyrant nicht kommt, ist alles cool. Hier drin wäre richtig scheiße. Na klar. Und das nur so ein bisschen Mut. Ah, nee. Ach so. Gut, okay. Dass wir das nicht haben. Nice. Oh, bei anderen. Mache. I write a report on this. Oh, oh. Durch die Schreckliches. Ja. Ich frage mich, ob wie der das hinkriegt, Alter. So. Nemesis war immer der Star. Kann sein. Ich habe gar keine wirklich gespielt. Den ersten habe ich jetzt das Remake gespielt. Oh, das war aber cool. Nur bei dir. Das Remake war super.
Das hätte für Teil 2 ja auch gereicht. Ja, voll. Ne, wenn sie das vor Jahren gemacht hätten. Ja, das hätte auch jetzt, glaube ich, nochmal. Also, das hat ja auch nur 20 Euro gekostet dann. Mhm. Ja, und super viele Leute sagen ja, ich will Resident Evil nicht in 3D spielen. Mhm. Ja, ja. Dann kaufe ich das nicht. Ja, dann lass es doch, ein Spacko. Beides wäre geil gewesen. Aber, wie krass das einfach in den Himmel gelobt wird, das Spiel, ne? So als Prototyp eines Remakes, wie es richtig sein sollte. Mhm. Wenn Final Fantasy das genauso macht, dann. Weißt du, warum es Teil 8 nicht gibt? Mm-mm. Für die PS? Keine Sicherheit. No way! Ja. Ich habe recherchiert. Hä? Also deswegen, Grunddaten oder was? Ja. Alles gelöscht. Deswegen können die das nicht. Die PS hier jetzt. Umwandeln. Geil, ne? Geil. Die Arschlöcher. Ja, so wie mit den alten Doctor Who-Folgen, die abgebrannt sind. Mhm. Ja. Dachte dann auch so. Okay, ja, das ist natürlich ein Grund. Nachvollziehbar ein bisschen. Hätte das so gerne auf der PS4 nochmal gespielt. Wo bin ich? So. Da, durch den Lagerraum Ost. Seht man ihn? Und die Schweine von dem Orchester, ne? Hat doch damals keine 70 Euro gekostet. So, ja, ja. Vor allem. Ach komm! Die Karten, die ja noch frei sind, sitzt du im 90-Grad-Winkel zur Bühne. Also müsst ihr den Kopf drehen. Und das sind die günstigsten Karten. Ist auch nicht so geil wie der Kumpel, denke ich. Nee. Ich würde es super gerne nochmal hören. Wenn so kacke da sitzt, weiß ich nicht. Und mal für 70 Euro halt. Ich meine, das ist schon geil, ne? Ja, aber die kommen auch nochmal. Die waren so oft jetzt schon. Ich habe die ja abonniert bei Dings, deshalb. Beim Nothing But Thieves Konzert habe ich das schon gesehen, die Werbung, das Düsseldorf spielen. Da gibt es halt so einen Typen, dieser Arnie Roth oder was, der der wird ständig. Mhm. Mit der Final Fantasy. Es ist halt immer die Frage, welches Arrangement der dann spielt. Mhm. Mhm. Weil manchmal ist dann irgendwie Best of Final Fantasy 1 bis 4 oder so, wo ich halt überhaupt nichts mit der Mut habe. Fuck you. Aber jetzt sind ja auch von 15 wieder dabei. Mm, das ist geil. Wobei der irgendwie recht dicke mit Nobuo Uematsu ist. Scheiße, ich bin falsch hier. Muss eigentlich. Nee, warte mal, hier kann man gar nicht lang. Das ist zu, oder? Nee. Warum ist da so ein. Hä? Oh, I don't know. Ach, der nervt mich. Und du wurdest Peter. Ma! Gefahr! Damn. Gefahr! Okay. Alarm! Im Daumen. Ich mal versuchen, weiter auf ihn zu schieben. Nee, so nicht. Aber wenn er sich einmal hinhockt, dann ist er erstmal zwischenzeitlich besiegt, aber braucht halt ein paar Anläufe. Das rote Herb sein. Was war das hier? Artroom. Ach scheiße, ich bin ja auch falsch. Ja, ne, doch, ist richtig. Ja, ich kann.
Oh, nee. Die ganze Ach, komm ich doch gar nicht hoch. Ach. Ja. 11 Uhr. Und noch Schießpulver. Ich frage mich manchmal, kommt der doch wieder. Ob der überhaupt versteht, wie das hier funktioniert. So. Machen wir mal was. Ich bin da eben runter. Ist einfach scheiße. Was für Ventil? Ach, ich weiß, wo ich lang könnte, wenn ich das wollte. Ich. Für mich könnte das Spiel echt nach der Polizeistation zu Ende sein. Na? Dann hätte ich. Ja, aber das Labor ist schon geil. Ich finde es einfach übertrieben, dass man tausendmal hin und her laufen muss. Riecht doch jetzt gleich wieder durch die Wand. Ah, das ist doch. Hier will ich rein. Gibt's noch ein Messer? Die sind weg. Ja. Das kann nicht gut sein. No. Deshalb habe ich das Messer nicht gesehen. Weil das hier ist. Ah. Man hat ja null gesehen. Dann gehen wir jetzt einfach den ganzen Weg zurück. Zum 100. Mal hier lang. Schon 3 Stunden. Ach so, hier ist du. Okay. Was soll denn der Bullshit jetzt? Hä? Was hat das denn für einen Sinn? Scheiße, wie komme ich denn jetzt wieder hin? Soll ich nochmal drauf drücken? Pass auf. Hier sind einfach 1000 Treppen. Das ist das Dach. Ja, so. Da komme ich aber nicht wieder hoch. Lagerraum. Nach unten. So, hier, da. Baby? Nee, das ist jetzt draußen. Muss ich das vielleicht nochmal in die andere Richtung drehen? Aber dann weiß ich auch, dann passiert ja nichts. Dann fällt das ja einfach auf den Boden, das Wasser. Ja. Oh. Ich weiß es. Ich hab
keinen Fall. Hallo. Hey. Naja, von wo kommt der? Oh Gott. Wow. Oh, ach Scheiße, Toilette. Also ich habe den Schreibtisch von Wesker noch nicht gefunden. Hm. Warum sollte Wesker hier einen Tisch haben? Ja. Du meinst es. Ja. Obwohl sie haben auch nur Albert geschrieben. Also ich meine die Nachbarn. Oh no! Unten ist doch. Ja, hier sind wir doch. Oh. Ah. God bless America. So. So. Transformator Realm. So gut. Bitte. Hier ist jetzt Zwinger, hier will ich doch muss ich durch, ne? Ich werde jetzt Schießbohrer. Oh, das war's doch dann jetzt. Also müssen wir zu den Zellen. Hm? Genau, ja. Mhm. Oh. Ich glaube, viel besser, nicht alleine zu spielen. Ja. Mit Anja habe ich das auch immer nur zusammen gespielt. Doch, Tower auch. War auch schlimm. Boah, das war richtig übel. Das war aber noch scheiße schwer mit den vielen verschiedenen Enden. Hm. Halt, ne, war halt noch nicht so internetmäßig, dass du da einfach nachgeguckt hast, was du machen musstest. Mhm. Also wie bei Silent Hill 1, ey. Ja, das andere Ding natürlich. Ah. Boah. Oh no. Natürlich habe ich es vergessen. Nee, ich bin fertig. Oh, war ich hier drin? Die Gänge sind so unglaublich großzügig Oh, das ist ein Quatschi-Baum. Ein was? Quatschi! Der Baum, den ich hatte. Achso, Alter. Quatschi. Quatschira Aquatica. Komm hier aber nicht rein.
Was auch richtig assi ist. Die stellen sich dann halt vor die Tür, ne? Und klopfen dagegen. Wenn du dagegen läufst, dann brechen die halt ein. Ja, plus 3. Alle weg. Was für Sounds? Ich sag ja, Kopfhörer ist richtig schön. Ich habe ja schon gesagt, ne, wenn ich das, also es kommt jetzt demnächst vielleicht für den PC auch, Resident Evil 7 als VR. Habe ich überlegt, ja, vielleicht kriege ich mir das dann, wenn ich das schaffe, aber keine no Chance. No chance. Das ist ja schon quasi, wenn du auf den Bildschirm guckst, ist das schon echt übel. Was meinst du, was mit dir los ist, wenn du das mal ein paar Stunden zockst, bist du am Arsch. Ja. Sache, das wird noch richtig üble... Artikel Folgen, ne? Ja. Geben und Diskussionen. Und wir aber können, zu Recht. Ja, aber das Problem wird dann sein, wenn dann einer sagt, ja, die Videospiele und dann werden uns alle Videospiele dann einfach verboten. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Aber ja, prinzipiell. Mit dem, was passieren wird durch VR, denke ich. Weil ich fand Batman schon extrem heftig. Ja. Ohne, und das ja. ist noch also, nicht mal ein Horrorspiel. Ja. Wenn du die richtigen Leute triffst, die keine Ahnung, echt so traumatische Erlebnisse hatten, dann. Das ist halt trotzdem ja realer Stress, ne? Ja, vollkommen. Ah, okay. Deswegen, das ist halt echt eine ganz andere Dimension, als wenn du das halt über den Bildschirm spielst. Was soll denn das jetzt? Ja, entweder musst du das verbinden. Ja, sein. Kannst du die nur drehen oder kannst du die komplett. Ach so. Okay. Drehen doch ganz gut. Machen wir erstmal los. Ich muss ja sagen, ich verstehe Platin. Wo müssen wir denn hin? Ja, zum Lilanen. Das heißt, oben links vor dem Lilanen würde ich jetzt auch mal drehen. Das gucken. Hier? Nee, ja. Rechts. Ja. Dann müssen wir. Auf jeden Fall. Ist irgendwo beschrieben? Ich denke nicht, weil er das ja quasi selber ausprobieren kann, wenn es passt. Also halt alle irgendwie miteinander verbunden sein und oben zu dem ja dann gehen. Der von da kommend. Ne, warte mal, das ist von oben kommend. Aber wie soll ich denn sonst da reinkommen?
guck mal, ob sich vielleicht bei den Türen. Ich schätze er nicht. Hm. Also da an dem Hebel. Die wichtigste Tür von allen aufgegangen. Transkribiertes Interview. Ja, aber das erklärt, das haben wir doch alle gehört. Ja. Bitch. Fucking Kribbel. Oh, da war noch was, oder? What are they after? Ganz viel. Wenn's Notiz. In der Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, von denen ich Angst habe, Condemn Tyrant. Die ultimative Biowaffe von den Mistkerlen, absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert, die haben mir wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Dabei. Ja, weil doch. Das wäre jetzt für die Shotgun. Meinst also du? Wenn sie viel hintereinander sind. Ja, guck mal. Na, da hast aber zwei erwischt. Ich dachte, die ganzen Messer. Alter! Ernst sein! Ah, shit! Ah, ich muss das du hast nehmen, jetzt ne? keine Grenade dabei, ne? Ja, das müsstest du jetzt nehmen. Wann du lädst nochmal? Wann hast du das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, das ist halt so gescriptet, dass er immer kommt, oder? Ja, ja, aber hättest du halt dann noch irgendwie eine Grenade ein mitnehmen können für die Zombies oder so. Wir versuchen, nehmen irgendwie ganz schnell diese drei Schuss. Ah! Drei Schuss da reinzubringen. Oh, no. So ein Clusterfuck, ey. Ich bin raus. Easy. Kein Problem, mir ist nichts passiert. Das ist die richtige. Das ist nicht der richtige Weg. No! Oh no. Ah, ja, oh, ja, klar! No. Hilft. Also wenn es halt echt übel aussieht. This is getting old. Saving your ass, that's twice. I didn't realize you were keeping score. Look, this isn't a game. Nothing dies down here. Yeah, and this. I was hoping you could explain what's on it. Maybe. After I hear it. Let's get out of here. Hm.
Noch irgendwas hier? Ich fuck das ein bisschen ab, dass ich eben nicht nach unten gegangen bin. Wo es Kanalisation war, vor dem ersten Bosskampf. Ich gehe schwer davon aus, dass das ein Dings war. Ja, war ja auch noch. Ja, aber da kommen wir jetzt. Nee. Vielleicht soll man damit hier noch gar nicht hinkommen. Ja, true. Das wird sein. Aber diese gut, wie ihre Fußspitzen in dem Boden versinken. Is that the intel you needed? Unfortunately, no. Ben didn't come through. Da möchte ich gehen. What exactly are you looking for? Mach mal nicht. More info on the people responsible for this mess. What about you? Trying to save the world? I told Lieutenant Brenna I'd bring help. Good luck getting that. Schöner Umbrella Verlag. Das ist assi, ey. Going through that gun shop looks like the only way. Ja, dann mach doch auf, bitte. Ah, da war ein FBI-Schlüssel dafür. Ich wollte gerade sagen, ey. Ah ja, Lockpicking. What a mess. All right. Braucht ihr auch zwei Plätze? Ach, ihr seid doch so scheiße. Ich bin ja vorher auch über den Rücken. Assis. Bitte. Taschenlampe nimmt er nicht so ernst, ne? I'm not gonna hurt you. I said, don't move. I'm just passing through. I'm gonna ask you to lower that weapon. I tell you what, you're gonna turn around, go right back out the way you came in. Oh. Me how to deal with my daughter. Drop it. Don't wait. Step aside. We need to terminate her before she turns. Terminate. It's my fucking daughter. Ada. Just let them be. Emma? Sweetheart, I told you to stay put. Daddy's here. Okay. Those fucking things outside. What they did to us. You're a cop. You're supposed to know something. How did this happen? Huh? Keine Ahnung, ich arbeite noch nicht so lange. It's my first day! Mommy! I'm asleep, babe, honey. Okay? And I'm gonna put you to bed too, okay? Emma. Just go.
Just give us some privacy. Vernünftig abschließt. You know, it's one thing to keep the truth from me, but why him? I want to find out what's happening here and stop whoever's behind it. Helping people like them? That's why I joined the force. Ja, Mann, um gegen Zombies zu kämpfen. Mhm. My mission is to take down Umbrella's entire operation. We may not make it out. Whatever it takes to save this city, count me in. So classy, eh? Scheiße, sehe ich diese doofe Sonnenbrille. Strapse sind da auch ganz gut. Heard of the Umbrella Corporation? Fems. They're a pharmaceutical company secretly making bioweapons. They have a virus. It turns people into indestructible monsters. That explains the horrible things I've seen. No shit! And that's why I'm looking for Annette. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. I'm going to bring her down. Oh. Oh, anstrengend. No. This is how we get to Annette. Based on what you said. Sewer seems fitting. Well said. The Mutter. Thanks. Okay. Who's for? Ladies first. Ich glaube bestimmt. Hätten wir nicht mehr wieder hoch können. Can't imagine a real scientist being down here. According to HQ. This leads right into Umbrella's secret facility. Come on. Sewers are run by the city. How could they have a facility without the authorities knowing? Welcome to corporate America. Yeah. Umbrella's controlled Raccoon City for years. No. Ich bin hier, um zu lenken, wie du denkst. Vielleicht zum Ratten? Nein. Jesus! That earthquake? I sure as hell hope so. Aber Spinnen gleich. Das guckt ihr meinst du? Ja. Alter! Das war ja riesig! Ja. Nee. Abspeichern brauche ich nicht. Mach ich nicht, abspeichern. Definitiv keine Moon auf das verschwenden, sondern echt gucken, dass wir das mit dem Tank hier mit dem Feuerlöscher-Ding. Umkippen. Ja. Dann hat er das ins Maul genommen und dann musstest du drauf schießen. Jetzt war der ganze Kopf echt. Ja, das weiß ich nicht. Aber soll wohl ähnlich sein. Ich bin so dankbar dafür, dass du gerade dabei bist und mir das sagst, weil wenn ich es alleine gespielt hätte, hätte ich das niemals gewusst. Ja. Weil ich will da eigentlich so blind wie möglich reingehen, aber es hilft sehr. Ja, von weil das Vieh, kannst du dir vorstellen, bei der Größe, was unfressen würde. Du bist den Rest des Spiels nicht mehr froh, weil du keinen einzigen Zombie mehr killen kannst. Oh, noch mal. 41. Nicht nur erweitert den Lauf, sondern auch mehr Magazin natürlich. Shotgun. Ich habe uns auch gelesen, dass die Kugeln aufgefüllt werden, wenn du quasi einen Umbau betreibst, auch wenn die vorher leer waren. Shit.
Nein! Ich mag das nicht, wenn man irgendwo lang gehen muss. Are you sure this is the right way? Jojo! Ich bleib hier oben. See ya. Wait there. Genau. Yeah. Du bist die FBI-Frau. Das ist eine viel krassere Ausbildung als ich. Ey, der vom FBI. Hat die eben, der hat eben so ein, was ist das auf Effekt links gewesen? Oder eben? Voll viele Sachen. Nee, glaub ich nicht. Ah! Boah, ist das geil gemacht. Mit einem Hub sind sie im Mund. Ich bin doch gelaufen. Haben wir denn jetzt den Tank übersehen oder was? Also man muss drauf schießen, um den zu staggern. Also um den zu staggern, meine ich. Hm. Aber ich bin auch nicht gespürt, aber eigentlich schon, als das Gefühl. Ich dachte auch. You sure this is the right way? Dann links und rechts gucken, ob da irgendwo was ist, was wir in die Luft jagen können, wenn wir drauf schießen. Das ist aber auch nochmal echt fünfmal so groß wie das im alten Teil. Mal drauf schießen, wenn er so angejumpt kommt oder sowas, Alter. Vielleicht zurückgestoßen oder so. Immer die Schotti. Muss ich mich ganz scheiße schon wieder angucken, oder? Ne, da überspringen. Ich kann nicht schießen! Man kann ausweichen. Holy shit! Scheiße. Aber gut, links, rechts. Ja, wirklich. Fuck. Bosskampf gegen das Kuckuck, wäre beinahe rausgeflogen. Das wäre bei extrem scheiße gewesen. Das geil! Ja! Ja, okay! Boah! Alter, ist das eklig! Ach, warum? You overgrown son of a bitch! You overgrown son of a bitch! Okay, also musste man gar nichts machen. What the fuck? What's that? Leon, up here! What the hell was? Just get out of here. Sehr geil. Mm. Das war ein bisschen krass. Junge. Riesenvieh. Can't say I didn't warn you. You said the virus turned people into monsters, not reptiles. Not monsters into monsters. Fair point. I'm just impressed you made it in one piece. So eine Bitch, ey. Hm. Ja, die ist schon ziemlich sympathisch, ne? Ja. Ich fand Ada immer cool. Okay, ja, die ist ja auch cool, aber die ist auch nicht sonderlich sympathisch. Ada schlau. Muss sie ja auch nicht sein. So, let me get this straight. Umbrella sells monsters like that to who? Our military? Somebody else's? They don't sell the monsters. They sell the viruses that make them. And Annette is who makes the viruses. Scary as that alligator was, Annette is far more dangerous.
so lange hier? So theatralisch. Was? Es ist aber auch schon irgendwie beruhigend, dass sie überhaupt mitläuft, oder? Hm. Aber sie macht ja nichts. Ja, ich denke mal, aber wenn ein Zombie kommt, Leute, wird die drauf schießen. Definitely, Williams. Oh. Ned Birkin. She's who we're looking for? Not much time. Need to dispose of it. We're here for the G-Virus. That's not gonna happen. I'm warning you, Doctor. Oh yeah? Hey! Stop. Und die kann jetzt denn nicht ins Bein. Aua. Seriously. Der Mastermind in Ned Birkin. Leon, was verbindet ihr denn? Forget about me. Just go. Stop her before she gets away. I tell my wife. Oh, I forgot. I don't have a wife. Will you marry me? I'm 21 years old. Spiel sie jetzt, ne? I'm right outside the facility in pursuit of Annette. If it's not on her, it must be in the nest. Once it's in hand, I'll call for extraction. Aber sie hat nicht nur ihren Code, sondern auch die Sonnenbrille ausgezogen. Mein. You can run, Annette, but you cannot hide. Ja, das ist jetzt viel. Mhm. Das sind ja in der Regel ja auch nicht eine lange. Oh, bei 6 hatte er ja immer die meisten Rätsel. Ach ja, genau, die hat doch dieses Ding, womit die Wände scannen kann. It's secret weapon time. Ja, geil. Aber wollten wir jetzt, dass das angeht? Ich dachte, wir wollen, dass das aus ist, damit wir da rein können. Also jetzt. Okay. Real superheroes don't look at explosions. Candy from a baby. Batman. Man in Black. Uh-oh. Fuck Lodges. Mm-hmm. Mal lieber einen Stuhl zurück. Sie macht es auch so ganz elegant aus der Hüfte. Und? September-Inspektion. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir die in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Das riecht assi. Oh no. Ja, okay. What the fuck? Ja, was haben wir jetzt hier gefunden? Nüs.
Schalter. Ach, ich bin ja auch behindert. Doesn't look good. Looks better. Nichts rum. Oh. Warum bist du jetzt da? Haare sehen ganz geil aus. Bisschen mehr entspannt hinsetzen, ey. Warte mal, wo der William kommt. Das wäre richtig geil. Mhm. Ich hab genau. Okay. Ja, wäre ja nichts, was sie nicht auch ändern würden, denke ja. Ich. Resistant bastard. No! Springen. Oh no! Ja, ist aber auch. Batsch! Scheiße! Ja, ich bin nicht tot. Doch, hab ich wohl. Okay. Damn it. Fuck you, ey, wirklich. Vielleicht hier wegknallen. Aber wenn der andere Typ gleich kommt, ist nicht so gut. Ja, ich weiß es halt nicht. Dann geht er aber immer so ein Stückchen zurück, wenn du den gut am Kopf triffst. Ich muss halt hier
schon wieder phasen. Ja, ja. Meinst du, wenn ich den wenn daneben gestanden hätte? Na, ne, glaube ich nicht. Boah. Kennen? Verbrennung. Ey, ich hab. Wenn das nur die ist, dann ja. Die Stromquelle. Mr. Raccoon. Ja. Schade. Man muss darauf schießen, man kann dann nicht drauf treten. Nein. Man kann ja auch nicht mehr auf Zombies treten, ja. Also. Das ist echt nervig. Vielleicht bin ich auch zu doof, aber. Hier geht ja eins ab, ne? Aber das kann. Natürlich einfach mal nach oben gehen. Manchmal bin ich aber auch dämlich. Dass die Leute nicht arbeiten konnten, weil die keine ID. Was ist jetzt das einzige an Strom, was hier läuft? Ach so, das Ding ist auf. Ah, komm, da ist das Armband. Sie ist ja so überlegen. Bravo. Gonna burn me alive now.
Mach deine Finger wieder. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. You realize that. Wo denn? And you won't die alone. Oder das Gelbe? Ja, RIP. Nee. Wieso passiert denn gar nichts? Das macht aber keinen Sinn. Jetzt kann es. So, das haben wir. Try this einfach mal. Aus Versehen. Ja, ich bin. Müssen die alle gelb oder alle blau sein? Ja, die müssen alle gelb sein. Ich habe es maybe leicht verkackt. Ja. So, dann da. Ja, guck mal, das kannst du jetzt auch kein Problem. Komm schneller zusammenreißen. Oh. Oh. Dann das ganze Polyester. So richtig schön die Haut reinbrennt. Das ist doch bestimmt richtig geil. Seide oder so, Samen zu Kaschmir. Komm her. Ich hab's jetzt aber trotzdem nicht verstanden. Nee, auch nicht. Und laut. Ba-ba-bam. So, Ada Huang. Hilf mich da. Oh, Ruhe. Bravo. So. Gonna burn you alive now. You'll never get your filthy hands on the G. I'm not the only one after it. Das geht da lang. You realize that. And you won't die alone. Da muss ich nur eins machen. Ich weiß es nicht. Schau mal. Das ist das ganz links an. Aber kannst du damit jetzt was machen? Kannst du das jetzt ansteuern und. Das ist das. Ah. Bam. Ne, warte mal, ich mach das jetzt erstmal so. Ja. Snail. Jetzt auch nicht mitbekommen, ist jetzt weg. Irgendwann selber geschützt, glaube ich. Not gonna happen. Passen oder so. Holen. Ich weiß das alle. Aua, aber dass man den eigentlich ursprünglich vorher schon mal als Gegner trifft, aber erst später mit dem Auge in der Schulter. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Verschiedene Stadien. Jetzt habe ich natürlich da hinten nicht geguckt, ob da irgendwas ist mit dem Elektroschild. Das war halt eine Wand, ne? Ach, die Web. Blau nicht, dass irgendwie nicht ver. Ich
das war einfach auch von eben, das brauche ich glaube ich nicht. Ja, die Map sagt, hier habe ich was verkackt. Und dann Kran. Die haben sie doch nicht umsonst gezeigt.